武器の多さなんて関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Was geht, Freunde der News? Willkommen zurück in meinem Kanal zu Dragon Ball Legends. Heute habe ich nicht ganz so viel für euch, ehrlich gesagt, weil, ja, ihr wisst, morgen ist der Livestream und ratet mal, wer hat zwei Daumen und streamt morgen für euch live? Richtig, euer Boy. Deswegen hoffe ich, dass ihr morgen auch zahlreich dabei seid. 14.15 Uhr geht's los, damit man schon mal ein bisschen vorher talken kann. Und wie immer, ich verdiene mit diesem Stream leider kein Geld. Also für jeden, der Bock hat, mal so einen Euro in den Stream zu pfeffern, bin ich natürlich dankbar. Außerdem erinnere ich nochmal dran, heute Abend gibt es einen Stream von Resident Evil. Resident Evil 2, wohlgemerkt. Auch da freue ich mich, wenn ihr zahlreich erscheint. Und habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube, an Weihnachten werde ich auch noch streamen. Will ich auch nochmal hier erwähnen. Dazu solltet ihr natürlich einfach bei mir auf den Kanal gucken. Unter anstehende Livestreams werdet ihr es immer sehen. Ja, kommen wir zu den News. Als erstes haben wir ein Legends Ultimate Pickup. Ja, hier ist echt vielleicht ein Mini-Hinweis drin, was der nächste LF-Charakter sein könnte. Aber dazu komme ich in einem weiteren Video, was ich heute machen werde. Hier hat man auf jeden Fall den Vegeta drin, außerdem nochmal den Gohan und Vegetto Blue sowie den Super Vegetto. An sich würde ich sagen, ist es ein super Banner. Wie immer sind die Drop-Rates natürlich der größte Müll. Deswegen geht einfach nicht rein. Es lohnt nicht. Glaubt es mir, auch wenn Vegeta und so weiter nicht im nächsten Banner drin sein werden, gehe ich stark von aus, es lohnt sich nicht. Trotzdem an sich eine gute Auswahl. Hätten sie bessere Drop-Rates oder irgendeine Sicherheit, dann würde ich sagen, geil. Das Choice-Battle ist wieder da. Jeden Tag 50 Zeitkristalle mitnehmen und halt entweder 10 Energie, also 50 Energie, 2 Radierer, 50 Freipässe oder 3 Seelmedaillen. Für mich sind aktuell nur Radierer interessant, weil durch Raid und Co. habe ich halt den Rest en masse. Ja, und die 50 Zeitkristalle nehme ich natürlich auch gern mit, ne? Was soll man sagen? Macht es auf jeden Fall jeden Tag, dann habt ihr schon mal mehr Zeitkristalle. Legends Road Gotenks wird jetzt leichter zu zocken. Also nicht der Rede wert. Also im Prinzip ändert sich sein Event genauso wie das von Trunks und Goku, er wird jetzt jederzeit spielbar sein, abfahrbar sein. Für diejenigen, die ihn schon haben, kann ich euch nur empfehlen, geht nochmal in das Event rein, weil zwei Stages da sind, die halt nochmal ein paar Zeitkristalle abwerfen. Einfach mitnehmen. Und auch hier sehe ich vielleicht wieder einen Hinweis darauf, wer der nächste Charakter sein könnte, der morgen vorgestellt wird. Und wie gesagt, dazu wird es noch ein Video geben. Viel mehr bleibt hier nicht zu sagen. An sich ist es ein guter Unit, aber ohne einen neuen Legends Road, der das ganze Team nochmal bufft, ich sag mal Great Saiyaman oder den Super Saiyajin Goku, sehe ich nicht, dass dieses Team jemals wieder spielbar wird, weil dafür sind einfach aufgrund der, ja, ich sag mal, fehlenden Buffs, die halt nur 25% anstatt 40% wie alle anderen Zenkais buffen, die nicht so gut. Sollten die natürlich morgen wiederum sagen, dass sie das doch anheben, weil es gibt für mich keinen Grund mehr, das nicht mehr zu machen. Alle Zenkais sind Free-to-Play. Deswegen würde ich das Team wieder spielen, weil so hätten alle nochmal 45% auf ihre Werte. Das wird schon viel ausmachen. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, dann wurde diese Nachricht wieder weiter nach oben gehoben. Die ist zwar vom 15.02., aber ich habe mich halt gefragt, warum die so weit oben ist. Hier steht halt im Prinzip nochmal drin, dass Dragon Ball Legends was gegen Mods hat und regelwidrige Nutzung und bla bla bla. Der An- und Verkauf, Übertragung, Verleihung von Accounts, regelwidrige An- und Verkauf und oder sonstige Arten von Handel mit Gegenständen etc. etc. Und unbegründete Forderungen von Rückgaben oder Rückzahlung. Also sprich, wenn ihr was gekauft habt und dann über PayPal sagt, Geld zurückbuchen oder so oder whatever. Mal unabhängig davon, dass Geld an dem vorbeigeht. Das verstehe ich natürlich. Die Leute sollten gebannt werden, weil die sorgen ja maßgeblich dafür, dass die halt quasi Güter bekommen und nicht dafür zahlen. Finde ich aber nur dann die Ausschließung, oder beziehungsweise nein, eigentlich noch nicht mal. Wenn einer eine Mod benutzt, finde ich das an sich erstmal nicht schlimm, solange er sie nicht im PvP benutzt. Weil im PvP hast du einfach dann keine Chance. Also du kriegst ja. Wobei, ja gut, es gewinnen quasi beide, aber dann hat das irgendwie keinen Sinn mehr.
Wenn man sie allerdings im PvE benutzt, finde ich es eigentlich schwachsinnig, denjenigen zu bannen. Ich finde es aber auch im PvP ein bisschen schwachsinnig, denjenigen sofort zu bannen, anstatt den sozusagen erstmal zu belehren. Ich würde das so machen, Yu-Gi-Oh! Macht das zum Beispiel auch so, du wirst erstmal für eine Woche gebannt, damit du ein Verlustgefühl hast. Du merkst, okay, das, was ich jeden Tag gemacht habe, kann ich jetzt nicht machen. Meine ganzen Ausgaben und was ich sonst noch so im Spiel gemacht habe, stehen halt davor, weg zu sein. Und deswegen finde ich das, also die Spieler erziehen, besser als die direkt zu bannen. Weil wenn die das dann nochmal machen, kann man die immer noch permanent bannen. Aber so würde man halt weniger Spieler verlieren. Wisst ihr, was ich meine? Weil was machen denn die richtigen Hardcore-Modder? Die sagen, fuck drauf, ich mache mir einen neuen Account, interessiert mich nicht. So, deswegen die Leute, die halt nur eine Mod benutzen, um zum Beispiel PvE irgendwas schneller abzufarmen, weil die keinen Bock haben auf immer wieder stupide Sachen oder so, oder die sowas leichtfertig benutzt haben, weil sie bisher nie erwischt wurden, die verlieren die damit komplett. Und das finde ich in Augen der Entwickler eigentlich schwachsinnig. Was meint ihr dazu? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann haben wir hier noch zwei Zenkais, die wieder zurückkommen. Meine Empfehlung ist, investiert keine 20 Zeitkristalle da rein. Ganz im Ernst. Der blaue Gogeta ist völlig useless, meiner Erfahrung nach. Es wird sogar eher empfohlen, Vegetto zu spielen, was ich nachvollziehen kann, weil sein Toolkit einfach viel besser ist. Janemba, wenn ihr vielleicht ein Regen maint, würde ich es nehmen, wenn ihr kein 6-Sterne-Cell habt. Aber ansonsten würde ich wahrscheinlich eher den Cell sogar bevorzugen. Weil Janemba ist leider auch vom Toolkit nicht so stark. Ich sag mal, 20er kann man da vielleicht noch riskieren, wenn ihr halt einen Region Main für alles andere, also Movie-Saga oder so, macht es keinen Sinn. Aber auch da sehe ich wieder einen Hinweis auf den nächsten Charakter. Wie gesagt, guckt euch das andere Video noch an, was kommen wird. Dann, auch wichtig zu erwähnen, wäre halt noch, wenn ihr wieder Heupoi-Münzen sammelt, und ihr seht ja hier die Summon-Möglichkeit, dann habt ihr wieder einen LF-Multiplikator 100er safe. Nehmt ihn auf jeden Fall mit, weil, ja, gebt Gas, weil so viele Multiplikatoren kriegen wir nicht, ne? Also selbst beim Summon habt ihr ja immer noch die winzig kleine Chance, halt einen Multiplikator zu bekommen. Deswegen nehmt alles mit, was ihr könnt, und ja, mehr bleibt dazu eigentlich nicht zu sagen. Zu guter Letzt gibt es halt, es ist irgendwie schon lustig, eine Nachricht noch für dieses Update. Um dem Original noch besser gerecht zu werden, wurden die Frisuren der folgenden Charaktere angepasst. Super Saiyajin Trunks, 2 Trunks erwachsen, Super Saiyajin Trunks erwachsen Zorn und Super Saiyajin Trunks erwachsen DBL 02, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird, also ich denke mal, der eine ist der Zenkai Trunks, das müsste, glaube ich, der Super Saiyajin 2 sein. Der Zorn müsste der gelbe sein. Und der letzte hier, ich weiß nicht, ob die Nummer stimmt, ich glaube es jetzt einfach nur mal, müsste, glaube ich, der Trunks sein, der jetzt ein LF bekommen hat. Ich bin mir aber nicht sicher bei den letzten Trunks, weil ich habe die Nummer echt nicht im Kopf. Die anderen beiden müssten aber, glaube ich, richtig sein. Ich finde es aber lustig, weil das auch oft auf Twitter und Co. kritisiert wurde, dass die Frisur nicht passt, dass sie das tatsächlich gemacht haben. Ich meine, man muss es echt mal so sehen, Dragon Ball Legends hat eigentlich keinen Riesenaufwand. Weil, um zu guter Letzt euch nochmal zu erklären, wie das so abläuft. Ihr habt halt eine Figur, die hat ein Bewegungsmuster. Das kann halt ein Gittermodell sein. Dieses Gittermodell wird mit einem Skin belegt. Das kann man auch bei Dataminern sehen. Diesen Skin haben die teilweise da einfach drin. So, das heißt, die tun zwar immer so, als wenn die sich riesen Mühe gemacht haben. Das ist aber eigentlich gar nicht so. Weil wenn man sich mal Trunks anguckt, die Bewegungen von Trunks sind 1:1 dieselben, die die schon bei anderen Charakteren haben. Die Bewegungen von Broly sind 1:1 dieselben, die die schon woanders haben. Die Bewegungen des Duos sind 1:1 dieselben, die die schon woanders haben. Lediglich, wo die sich zwischendurch mal die Mühe machen, ist eine Ulti, ein Spezialangriff und eine grüne Karte. Das sind die einzigen Animationen, die die ab und an mal neu animieren. Aber die von Broly, da kommt halt noch sein Vater zu, das ist das eine oder das Einzige, was da geändert wurde. Und die von dem Duo. Das Duo zum Beispiel, die grüne Karte, ist die gleiche Animation, so ziemlich, wie zum Beispiel bei dem roten Future Goku. Also diese Varianten gab es schon sehr häufig. Das ist nichts Neues.
Und die vom Trunks, die grüne Karte gab es so noch nicht. Den Spezialangriff, ja, ist halt ein Garlic-Gang, die kann man überall kopieren. Also viel Aufwand machen die sich da nicht. Oder um es nochmal zu untermauern, die Ultra. Also der erste Goku hat neue Animationen bekommen. Danach der Vegeta und auch der Omega Shenron. Da haben maximal noch die grüne Karte und vielleicht die Ultimate. Wobei die Ultimate bei Vegeta noch nicht mal. Aber, oder? Ja, die Ultimate vielleicht, der Spezialangriff nicht. Haben vielleicht noch eine neue Animation bekommen, aber das komplette Schlag- und Blast-Muster, der Clash, ist alles 1:1 wie bei Goku. Da ist nichts neu dran. Deswegen finde ich es mal gut, dass sie wenigstens sowas hier machen, weil es macht einfach nicht viel Aufwand. Die verdienen sehr viel Geld an uns mit wenig Aufwand. Was meint ihr dazu? War das jetzt ein bisschen zu ausführlich? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Macht euch Erinnerungen für die anstehenden Livestreams und schaut auf jeden Fall nachher mal in das andere Video rein. Wird euch wahrscheinlich interessieren, denke ich mal schon sehr stark. Das war's von meiner Seite aus. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann und ciao. Hat Spaß gemacht mit dir, auch wenn unsere Zeit ziemlich kurz war. Denn jeder, der es war.